Michael, grüß dich. Sag mal, dein Fazit zu gestern, du bist Dritter geworden mit deinem Pferd Ignaz H. Ja, ist immer wieder gigantisch, hier in die Halle reinzureiten. Egal wie viele Jahre ich schon hier bin oder wie oft ich schon reinreite, ist jedes Mal ein bisschen Gänsehaut und einfach immer wieder, die Halle ist voll, tolles Publikum, super Bedingungen, der Boden ist klasse, die Pferde fühlen sich wohl, die springen gut, die laufen gut, wir haben super Bedingungen, wie du schon gesagt hast, die Statistiken, was wir alles benötigen, Wahnsinn, wie viel Sand, wie viel Einstreu in die Boxen, das ist gewaltig, aber genauso gewaltig ist auch die Show, ist wirklich mega hier. Definitiv. Und für dich auch was Besonderes. Du wohnst hier 70 Kilometer von entfernt, hast 2003 dein goldenes Reitabzeichen hier bekommen, hast dein Ausnahmepferd Sam hier verabschiedet. Also schon auch besonders für dich, hierher zu kommen. Es sind wahrscheinlich auch ganz viele Leute von deiner Familie hier. Absolut. Das ist in meiner Heimat. Meine Familie ist da, meine Freunde sind da, viele Bekannte. Wenn man rumläuft, fast jeden kennt man. Ja. Das ist schon ein tolles Gefühl, so ein hochkarätiges Turnier in der Heimat zu haben. Das ist für mich bedeutet es sehr viel. Viel bedeutet hat dir mit Sicherheit auch deine dritte olympische Goldmedaille. Ich habe heute Mittag noch direkt die Pressekonferenz in Paris mir angeschaut mit dir. Da konntest du es noch gar nicht so richtig fassen. Du hast gesagt, ich brauche wahrscheinlich so ein paar Monate, bis ich das begreifen kann. Du hast Geschichte geschrieben in Paris, die dritte Goldmedaille im Einzel in der Vielseitigkeit. Jetzt mit so ein bisschen Abstand, wie geht es dir heute? Wie blickst du zurück auf Paris? Ich blicke zurück mit unwahrscheinlicher Dankbarkeit für das, was ich alles machen kann, für das, was ich alles erleben kann. Dankbarkeit an meine Pferdebesitzer, an die Familie Fischer, Unternehmensgruppe Fischer, die mir so tolle Pferde zur Verfügung stellt, dass ich immer wieder hier in Stuttgart oder wie bei den Olympischen Spielen überhaupt dabei sein darf. Es waren jetzt meine vierten Olympischen Spiele und ich muss sagen, okay, die ersten sind immer was Besonderes, ja. Aber Paris, in Versailles, in dem Park, ja. Das war unglaublich. Da war eine Stimmung. Frankreich ist bekannt, das ist ein Pferdeland. Ja. Habe ich schon gemerkt bei der Eröffnungsfeier auch, wie viel Zeit dem Pferdesport gewidmet wurde oder wie viel Aufmerksamkeit. Mhm. Das war schon ein besonderer Moment bei der Eröffnungsfeier für mich. Und nachher auch, wie gesagt, jeder Tag, das Gelände vor allem, da waren so viele Leute da, die haben geschrien von mittags bis abends. Und die haben dich gefeiert. Ja, nicht nur mich, sondern alle. Ja, das war ja das Tolle bei dem Publikum. Ja. Da war die Stimmung von mittags bis abends. Das war gigantisch.